das wird alles klar. So, Herr Kias, das Orakel aus Mellendorf. Was sagen Sie denn zum heutigen Spiel? Wie wird es ausgehen? Wer wird die meisten Tore schießen? Was ist Ihre Prognose für das Ergebnis? Prognose ist relativ klar. Also erstmal gilt grundsätzlich die Regel, neues Spiel, neues Glück. Also ich selber muss mich auf meine eigene Leistung konzentrieren, weil ich bin um neun Nummern befördert worden heute. Grüß euch. Das ist ein Interview, ganz normal. Da habe ich natürlich auch echt zu kämpfen, mit und gegen meine eigene Leistung, und wir werden sehen, was passiert. Sie sagten gerade, Sie sind um neun Nummern befördert worden. Wie soll man das verstehen? Genau, ich hatte erst die Nummer 40 und jetzt die Nummer 49. Das ist ja, wie jeder weiß, 7 mal 7, ne? 7 ist auch die Zahl, die in unter... Nee, das war ein anderer Sportart. Okay. Zeig ihn. Ich hab's hier nicht rausgepult. Gut, das gerade alles aufgenommen? Ich glaube ja. Guten Abend, wie geht es dir? Hallo. Ja. Alles klar? Sorry.
alles okay? Da haben wir heute aber ganz schön aufgespielt, Alter. Marv, sagen Sie zum heutigen Spiel und zum Ergebnis? Eine geschlossene Teamleistung heute. Das Ergebnis geht so voll und ganz in Ordnung. Ich möchte mal unseren Torwart hervorheben, der uns hier jedes Mal wieder im Spiel hält. Das müsste eigentlich an der Final-Gom-Träne liegen, wo er sich immer mit aufwärmen vorm Spiel. Ich habe gehört, das ist sein Geheimtrick. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten. War aber ein gutes Spiel, die Jungs haben Spaß und jetzt muss ein paar Bierchen. Vielen Dank. Hanno! Debüt im Trikot der Warriors und gleich ein Hattrick hingelegt. Ich habe schon damals als Kind in Wunsdorfer Unterwäsche, Bettwäsche geschlafen und habe immer geträumt, für Wunsdorf zu spielen. Und jetzt ist der Traum wahr geworden. Im ersten Spiel gleich 3 Tore. Ist nicht für mich ein Riesending. Die Warriors. Der Sieg geht nicht auf mich als Top-Torschütze hier beim Spiel. Der Sieg geht eindeutig an Steffen. Der hat uns den Rücken freigehalten. Der hat 5 Schüsse aufs Tor bekommen. Einen hat er gehalten. Ganz gut, klasse. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Kommst du nochmal wieder? Ich weiß jetzt noch gar nicht so genau. Alles klar. Ich habe aber jetzt eine beschissene Reihe gehabt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich... Vor allem musst du beim Interview nicht die Hände nach hinten nehmen. Interview. Kennt ihr das nicht, oder? Die kennen sowas nicht. Amateure, alles Amateure. Was ist denn? Gott sei Dank ist die beschlagen. Zeig mal das Zeug. Ohne Ziepen war für mich sehr wichtig.